Hallo und herzlich willkommen. Mit welcher Drohne kannst du auf dem Boot richtig gut und praktisch arbeiten? Ich will dir in diesem Movie von den Drohnentypen erzählen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte. Eingestiegen bin ich mit der DJI Spark. Preis-Leistung tipptopp. Flugleistungen knapp. 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 16 Minuten Flugzeit. Meistens habe ich sie effektiv 11 bis 12 Minuten in der Luft gehabt. Das ist knapp. Sie macht ordentliche Movies, alles zusammen wirklich Einstieg. Aber du kannst damit arbeiten. Ich habe die Spark gemocht. Weitere Aufnahmen habe ich von der Mavic. Die Mavic macht wirklich ordentliche Aufnahmen. Die Flugleistungen sind sehr gut. Die reichen für wirklich alles Mögliche. Unpraktisch finde ich das Konzept mit den Landestiften. Weil du brauchst fast wie eine Platte, um darauf zu landen. Naja, ich lande mal bei Welle und im Schräglage auf einer Platte. Mein Top-Favorit ist die Phantom 4 Pro. Flugleistung, Aufnahmequalität, erste Sahne, sowieso. Was die Phantom aber vor allen Dingen hat, sind diese Bügel, an denen du die packen kannst. Und das finde ich enorm praktisch auf dem Boot. Du kannst die bei Wind, bei allen möglichen Lebenslagen, kannst du die einfach schnappen und sicher landen. Starten und Landen möchte ich noch kurz zeigen. Das ist Trockenübung, aber besser trocken als gar nicht üben. Vor dem Start lege ich jeweils fest, wohin die Drohne fliegt, wenn ein Defekt passiert. Zum Landen Hinderniserkennung aus. Bei mir ist das hier. Dann rückwärts annähern, Drohne schnappen, Höhenhebel runter, Motoren aus. Weiche Landung heute. Das war's. Like it if you like it. Und wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, abonniere doch gerne den Kanal und öfter mal was Spannendes nach.